NDR 1 Radio MV. Die ARD-Themenwoche. Stadt, Land, Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Genau darüber reden wir die ganze kommende Woche hier bei uns und in allen anderen ARD-Programmen auch. Und zum Auftakt freue ich mich, dass André Schumacher den Weg hierher gefunden hat. Grüß dich. Was für eine Freude, heute hier zu sein. Dankeschön, Thomas. Also, du bist, ich stelle mal ganz kurz vor, dann haben wir es hinter uns, Architekt, Expeditionsleiter, Autor, Abenteurer und Fotojournalist. Habe ich Wesentliches vergessen? Seit einigen Jahren auch Hofbesitzer. Hofbesitzer, und zwar in der Nähe von Wismar, Neukloster, Bebelin heißt das Miniaturdorf. Das 27 Einwohner. Na guck mal, da kennt man sich ja dann. Seit wann hast du es? Seit 2014? Ende 2014. Genau. Ferienhof, der hat einen ganz hübschen Namen. Der Kunterbunthof. Der Kunterbunthof. Alter, du hast ja eine Märchenerzählerstimme, das ist ja großartig. Ich bin ja Geschichtenerzähler. Seit Jahren schon erzähle ich von meinen Reisen. Genau, damit verdienst du dein Geld. Gerade frisch aus Darmstadt kommst du? Ich hatte gestern die erste Show. Unglaublich, nach 2 Jahren Corona-Pause vor 700 Leuten. Ist das toll? Also da erzählst du von deinen Reisen und wir wollen die Stunde jetzt natürlich auch über die Reisen erzählen und auch über deinen Kunterbunthof mit vielen, vielen Leuten aus aller Welt, das darf man so sagen, die da zusammenkommen und euch da helfen, den Hof ein bisschen zu renovieren dann auch und was das mit dem Dorf auch macht, auch darüber reden wir hier heute Nachmittag, jetzt in der kommenden Stunde. Ich freue mich, schön, dass du da bist. Ja, und wir haben heute Nachmittag einen Weltenbummler hier im Studio zu Gast, André Schumacher. Weltenbummler in der Provinz, das ist meine Überschrift jetzt hier. André, ganz kurz, du bist in Rostock geboren, dann bist du irgendwie 20 Jahre durch die ganze Welt gereist, zu Fuß mit dem Fahrrad. Wo bist du überall gewesen? Naja, zwischendurch habe ich noch studiert, Architektur in Potsdam und in Schottland. Und dann habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen, mit dem ich Abi gemacht habe in Rostock. Und wir sind dann nach Norwegen aufgebrochen, haben das 12-mal gemacht. Und dann haben wir unseren Kindheitstraum umgesetzt und wir wollten einmal um die Welt. Aha. Was wir dann gemacht haben, ist, wir sind von Patagonien nach Alaska gefahren. Hat 2,5 Jahre gedauert. Und dann bin ich so auf den Geschmack gekommen. Aha. Da wollte ich nicht mehr zurück in die Architektur, das hat nicht mehr gepasst. Und dann bin ich in 80 Tagen um die Welt gereist, war in der Antarktis, habe in Nepal gelebt, bin über die Kanarischen Inseln gewandert. Und bei dieser Wanderung, bei der Wanderung über die Kanarischen Inseln, ich habe mich ja vorbereitet, das war 2012, ja, richtig? Genau. Und da hast du jemanden kennengelernt. Ja, die Jenny, da hat sich mein Leben verändert. Deine Frau? Meine mittlerweile Frau. Und also ich wanderte einmal über das Archipel von Ost nach West, von Lanzarote bis El Hierro. Und auf der dritten Insel bin ich in einem kleinen Hotel gewesen und die Putzfrau fand das nicht zu ertragen, dass so ein adretter deutscher Wandersmann noch Junggeselle ist. Und sie hat also versucht, mich zu verkuppeln. Und da gab es ein großes Volksfest in einem kleinen Dörfchen in den Bergen. Mit Erfolg. Da hat sie mir ihre ganzen Freundinnen vorgestellt, plus sich selbst. Sie war ganz klein und pummelig. Aber dann standen die alle waren gebrieft und sie hatte allen erzählt, da ist jetzt ein Wandersmann, der muss unbedingt unter die Haube. Und dann hat es halt mit Jenny geklickt und ab dann waren wir zusammen und dann sind wir zusammen weitergewandert. Das war auf der dritten Insel? Das war auf der dritten. Und auf der siebten war sie schwanger. So ein bisschen gerafft erzählt. Und wie seid ihr dann wieder zurück nach Mecklenburg gekommen? Naja, dann haben wir also ein Kind erwartet, was ja eine ganz tolle Veränderung in meinem Leben auch war. Und Jenny, wir haben uns riesig gefreut, aber wir wussten nicht, wo wir hin sollten. Und dann haben wir tatsächlich die ganze Welt in Betracht gezogen. Nepal stand zur Debatte, Patagonien natürlich, Spanien, da war aber gerade Finanzkrise, also ein schlechter Platz zum Leben. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal in Deutschland. Und dann haben wir so nach und nach im Ausschlussverfahren, ja, wahrscheinlich. Also muss ich kurz erzählen, Thomas. Also mein Papa hat so Butterbrotpapier Transparente über die Deutschlandkarte gelegt und auf jedem Transparent war ein Dilemma. Also Kernkraftwerke, Giftmülldeponien, Überschwemmungsgebiete großer Flüsse, Eichenprozession, Spinner, hat er alle übereinander gelegt und da blieben halt bloß noch 2 Flächen übrig in Deutschland. Na? Schleswig und Mecklenburg. Und am Ende, also 2 Flächen noch, 2 kleine Flecken, wo man gut leben kann, ohne dass Katastrophen passieren. Und am Ende sind wir dann gelandet, 30 Minuten vom Haus meiner Eltern entfernt. Und in Bebelin habt ihr dann den Kunterbunthof gekauft. 27 Einwohner, Bebelin, ja. Mit kaum Kohle am Anfang. Ja. Und da seid ihr dann auf eine Art gekommen,
Kohle ranzuschaffen, die ja auch ein bisschen Pleatsch ist, so, ne? Naja, guck mal, wir hatten natürlich ein finanzielles Problem. Ich bin freiberuflicher Fotograf und Weltreisender, kriege keine Kredite. Jenny war arbeitslos in Spanien. Und wir haben aber große Träume. Und meine Idee war immer, jetzt bin ich 20 Jahre um die Welt gereist. Ich habe so viel Schönes gesehen, so viel Liebe, so viel Hilfe erfahren. Wenn ich mal irgendwo sesshaft bin, dann will ich das umdrehen. Dann will ich auch Leute empfangen können, aufnehmen können, helfen können. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das durchziehen. Wir wissen aber nicht genau wie. Und dann haben wir Crowdfunding gemacht. Dann haben wir Leute gefragt aus meinem riesengroßen Netzwerk auf der ganzen Welt und haben gesagt, ey Leute, wir verkaufen Ziegelsteine. Stück kostet 200 Euro. Steigt doch mit ein. Und wenn wir den Hof dann irgendwann haben, dann könnt ihr das abwohnen und bei uns Urlaub machen. Und dadurch kam ganz viel Geld zusammen. Also mit anderen Worten, die Leute kommen im Grunde genommen auch zu euch, arbeiten monatelang umsonst und kriegen dann Kost und Logis umsonst. Ja, das ist noch ein neues Projekt. Das hat sich dann auch ergeben aus dem Zwang heraus, dass wir mit dem Hof schlichtweg überfordert waren, weil es sind 3 Hektar Land. Wir konnten nicht mal schnell genug Rasen mähen. Wenn du vorne irgendwie anfängst, wenn du hinten bist, ist vorne schon wieder lang. Plus noch ein paar Häuser, die alle zusammengefallen sind. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich Hilfe, aber wir können uns nicht lauter Baufirmen leisten. Ah. Und dann haben wir gesagt, da gibt es so ganz viele Portale, so wie Woofing und Workaway und Urlaub gegen Hand. Wir annoncieren mal, dass wir einen schönen Hof haben, dass wir schöne Träume haben, wir brauchen Hilfe. Wollt ihr uns helfen? Und im Austausch machen wir Kost und Logis. Und dann konnten die bei uns Urlaub machen, die werden bekocht, wir grillen, wir machen Lagerfeuer, wir haben schönen spanischen Wein. Und dann kommen die Leute und bringen ihre Fähigkeiten mit ein. Und dann kommen halt mal Leute, die mähen einfach nur den Rasen und andere sind aber Maurer oder Dachdecker oder, keine Ahnung, Haustechniker. Und mit denen zusammen haben wir jetzt über die Jahre hinweg den Hof so ein bisschen auf Vordermann gebracht. So kann man es natürlich auch machen. Und wenn die Leute immer sagen, ach Mensch, Baupreise steigen gerade so. Ich meine, eure Mauersteine da für 200 Euro das Stück, das ist natürlich auch schon cool. So, und was die anderen Einwohner von Bebelin zu eurem Kunterbundhof sagen, darüber reden wir gleich weiter. I wanna be king in your story. I wanna know. Das ist fast deine Stimmlage. Ja. NDR 1 Radio MV. Die ARD-Themenwoche. Stadt, Land, Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Globetrotter, Architekt, Fotograf, Reiseführer, Gastgeber und noch viel mehr. André Schumacher heute Nachmittag live bei uns. Wir haben vorhin gerade schon ein bisschen erzählt über dich und von dir und dass du mit Hilfe von Freunden aus aller Welt da euren Kunterbundhof aufgebaut hast oder dabei bist. Und wir haben mal in Bebelin bei Wismar, bei Neukloster da, in eurem kleinen Dorf gefragt, was denn eigentlich die Leute so von euch halten. Wir kennen André und auch seine Freundin. Ja, aber Kontakt ist wenig. Also, weil er auch selten da ist. Ja, wir waren Kaffee trinken mit den Landfrauen. Das hat uns ganz gut gefallen. Ja, man muss sich halt dran gewöhnen, die auch von der Umgebung her. Ne? Er ist sehr Natur. Ja, unser einer hat das gerne so ein bisschen ordentlich. Ja, André und Jenny kennen wir ja ganz gut und das ist auch ganz spannend für das Dorf sicher so und ist eine Bereicherung. Viele Leute, die sehr offen sind, ne? Dadurch, dass es halt auch so ein kleines Dorf ist, ist der Austausch immer sehr eng. Wir sagen denen auch guten Morgen oder guten Tag und unterhalten uns auch zwischendurch alles. Also, wenn einer was braucht, also das klappt hier einwandfrei. Mit den paar Bewohnern, die wir hier haben. Was bei mir hängen geblieben ist, du bist auch so ein bisschen Natur. Also mit anderen Worten, meine Oma hätte sich bei euch hätte auch gesagt, also das ist mir hier zu wild. Stimmt das? Ich finde das ja eigentlich ganz schön, dass das alles so ein bisschen unfertig ist. Weil so, naja, Hotels und Ferienanlagen, das kennt man ja alles. Und ich glaube, dass die Leute, die uns besuchen, das auch mögen, dass das alles so ein bisschen im Prozess sind, dass die Leute noch Raum finden, sich auch zu verwirklichen. Wir haben Werkstätten überall liegen Materialien rum. Das heißt, wenn die Leute Lust haben, können sie eine Skulptur machen, können Holz hacken, können machen, was sie wollen. Und ich glaube, das mögen die Leute auch. Also sich kreativ auszutoben, mitzugestalten. Und der Hof ist tatsächlich ein großes Kaleidoskop aus all dem, was alle Leute, also Helfer, aber auch zahlende Gäste hinterlassen haben. Das finde ich schön. Also mit anderen Worten, ist es mühlig und nicht gemäht. Doch,
Es ist gemäht. Wir haben mittlerweile auch Schafe. Die haben wir extra geholt, damit wir nicht so viel mähen müssen. Und möglich ist es in einigen Ecken. Und dann andere sind auch sehr, sehr schön. Ja, man kann ja auch ein paar Blumen da irgendwie zwischenwerfen. Dann sagt man, das ist eine Wildwiese. Genau, nicht? Machen wir auch. Da muss man weniger mähen. Genau. Und die Bienen freuen sich. Und jetzt mal im Ernst, also so das Verhältnis zu euren Nachbarn. Ihr wohnt jetzt noch nicht so lange da. Dann ist auch diese Corona-Zeit dazu gekommen. Haut das so einigermaßen hin? Wachst ihr da sozusagen rein in das Dorf? Also ich finde das Dorf total schön. Wir sind natürlich eigentlich unwissend dahin gekommen. Wir hatten ja keine Ahnung, die Leute, woher sollten wir die kennen? Wir sind hin mit einem guten Gefühl und es hat sich dann eigentlich immer bestätigt. Ganz nettes Dorfgefüge, 27 Leute, vor Corona namentlich, wurden immer Osterfeiern zusammen gemacht und Sommerlagerfeuer und was nicht alles. Und es ist ein ganz liebes, nettes Dorf. Und es krankt jetzt leider darunter, dass wir seit 2 Jahren irgendwie wie überall in Deutschland kaum noch Kontakt haben. Die Kinder haben nicht mehr zusammengespielt. Wir konnten unser schönes Café, was nun letzten Sommer fertig geworden ist, noch gar nicht dem Dorf zeigen. Eigentlich würden wir alle mal gerne einladen und Kaffee und Kuchen machen, aber das öffnet hat jetzt sich jetzt erst wieder langsam. Achso, ne? Das hat jetzt im Moment nicht geöffnet. Nee, naja, jetzt hink ich wieder daran, dass ich auch viel unterwegs bin. Jetzt habe ich ja gerade meine ersten Shows wieder gehabt. Jetzt düse ich auf die Kanarischen Inseln und im Winter bin ich da wieder da. Dann wollen wir das endlich machen. Genau, denn du bist ja nach wie vor unterwegs, also mit deinen Reisen, dann auch mit den Reisevorträgen. Und welche Art von Reisen du ganz genau anbietest, denn ich kann ja eigentlich auch bei dir buchen und dann mit dir sozusagen durch die Welt düsen. Darüber reden wir gleich kurz nach 2:30. Hier bei NDR1 Radio MV. Wir haben in dieser Stunde André Schumacher, einen Weltenbummler hier bei uns zu Besuch. Und André, du hast ja schon ein bisschen erzählt, Bebelin, Beinolkloster, euer Kunterbundhof, wo ihr Ferien und Urlaub anbietet. Die Leute wohnen da aber nicht in normalen Zimmern, ne? Das ist alles ganz anders bei euch. Also wir haben auch in unserem alten Bauernhaus eine klassische Ferienwohnung. Ach was. Ja, so für die, die das wollen. Mhm. Aber hinten im Garten haben wir tatsächlich ein Tiny House stehen, was ein Freund von mir, ein Zimmermann aus Potsdam, gebaut hat. Tiny House, das ist so ein kleines Hexenhäuschen aus Holz auf Rädern, was wir unter dem Walnussbaum stehen haben. Und hinten im Garten haben wir eine Jurte, und zwar keine mongolische, sondern eine bretonische. Aha. Die haben Freunde von mir gebaut, die eigentlich Dachdecker sind, und die haben dann in Marseille Schiffbau gelernt und haben dann den Holzbau und den Schiffbau zusammengenommen und Jurten gebaut, indem sie keine Nägel und keine Schrauben verbauen, sondern alles mit Holzverbindungen und Tauen und Stricken, mit Schafswolle gedämmt und mit einem großen Segeltuch überspannt bauen. Und das sind richtige Luxuswohnungen mit einer großen Glaskuppel in der Decke, wo du nachts die Sterne vom Bett siehst. Und das ist traumhaft. Tolles Klima. Und mitten in den Bäumen kann man auch bei euch übernachten, ne? Ja, wir haben noch ein Baumzelt seit kurzem. Das hängt hinten im Wald, so eine 1,5 Meter Höhe, und da laufen nachts wirklich die Kraniche und die Wildschweine unterdurch. Ach du meine Güte. Und da muss ich mit der Strickleiter rauf, oder wie? Na, wir haben ein paar Paletten drunter gestellt und dann kann man von unten in so einer Luke rein und liegt dann oben im Dreieck um die Luke rum. Aber in einem abgeschlossenen Zelt. Das ist ein ganz interessantes Gefühl. Aber es ist trotzdem zu kompliziert für einen Keiler oder für eine Bache oder so. Die kommen da nicht hoch. Das ist so ein bisschen wie ein Wasserbett, du, so ein Zelt. Das ist also mit Spanngurten, hängt zwischen den Bäumen, und wenn du dich umdrehst, dann wabbelt das auch alles so. Da wird mir ja schon schlecht, wenn ich nüchtern bin. Ja, ist wie im Schiff. Ja. Die ARD-Themenwoche. Stadt, Land, Wandel. Wo ist die Zukunft zu Hause? Na, die Zukunft zu Hause ist unter anderem bei André Schumacher. Den habe ich heute Nachmittag in dieser Stunde als Gast hier freundlicherweise im Studio. Und ihr habt einen Hof gekauft in der Nähe von Wismar. Aber, und darüber will ich jetzt mal mit dir reden, 20 Jahre lang bist du zu Fuß und mit dem Fahrrad in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Auf langen, ausgedehnten Reisen. Was ist so das Spannendste oder mit das Spannendste gewesen? Also Patagonien ist meine ewige Herzensregion. Das ist einfach eine grandiose Landschaft vom Herrn. Aber Nepal hat einen ganz tollen Abdruck hinterlassen, weil Nepal, das muss ich kurz erzählen, Thomas, ist so ein chaotisches, unstrukturiertes Land, dass du, wenn du als Europäer dahin gehst, mit all deinen Plänen, mit all deinen Erwartungen, bist du zum Scheitern verurteilt. Du hast keine Chance, weil alles, was du möchtest, geht den Bach runter, klappt nicht, weil immer alles schief geht. Und dann kommst du irgendwann, nach ein paar Wochen des Frustriertseins, kommst du in einen Punkt, wo du deine Planungen und deine Erwartungen sausen lässt und ablegst. Und dann begibst du dich in den Flow hinein. Dann, also du lässt dich ein, du musst dich drauf einlassen. Du musst dich einlassen, weil alles, was du machen möchtest, weil du noch Sehenswürdigkeiten abhaken willst oder was auch immer,
klappt nicht. Hm. Also musst du es bleiben lassen, damit du nicht mehr frustriert bist. Und dann lernst du etwas über dieses Land, nämlich, dass du einfach hinaustrittst in den Tag und dann passieren lauter tolle Wunder. Und man muss darauf vertrauen, dass die passieren. Und dann hat man nämlich keine Angst vor der Leere, die man ja sonst damit zukleistert, dass man ständig Pläne macht. Mhm. Und das, um den Bogen zu schlagen, hilft mir sehr bei dem Hof. Mich darauf einzulassen und zu vertrauen, dass die Dinge passieren und gut werden. Mhm. Und ihr macht ja noch was, oder du machst ja noch was, oder ziehst aus diesen Reisen etwas heraus, lebst auch zu einem Teil davon, denn du organisierst ja mittlerweile selber Reisen. Ja. Und das sind auch keine normalen Reisen, also höchstens 10 Leute kommen da mit? Ja, 8 sogar nur, ja. 8 sogar nur. Mit Rucksack und Sterneküche, damit wirbst du auch so ein bisschen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, die Idee war eigentlich so Yin und Yang zusammenzubringen, weil ich selber bin ja immer abenteuerlich gereist und auch mit kleinem Budget, aber unter der Brücke geschlafen und einen Bürgerkrieg mitgemacht und so, aber mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden und kann auch einen guten Wein und ein schönes Essen wertschätzen. Und die Idee war eigentlich, die beiden Seiten zusammenzubringen, also ein Land zu durchwegen mit einem Rucksack, also sich selber ins Abenteuer hineinzubegeben und auch an Orte zu kommen mit mir, die man vielleicht nicht findet oder wo man nicht reinkommen würde. Und dann unter der Brücke zu schlafen, oder nee, was? Nee, und also nur in ganz tollen Unterkünften, also bei Winzern, bei Künstlern. Wir schlafen zum Beispiel auch in der Sternwarte in Teneriffa, wo man überhaupt nicht reinkommt, mit freiem Zugang zu allen Teleskopen. Also ganz cool. Besondere Orte. Und das Ganze zu kombinieren mit preisgekrönter Küche, mit Wein. Und das ist wirklich eine schöne Mischung, weil die gibt's so nicht. Weil entweder du machst eine Trekkingreise und schwitzt und stinkst und lebst im Zelt, oder du gehst in ein Pauschalhotel und dann erlebst du ja vom Land nichts. Mhm. Und die Idee ist eigentlich, reinzugehen ins Land und an inspirierende Menschen ranzukommen, an inspirierende Orte. Und so einen Landstrich, das geht natürlich bei den Kanaren sehr gut, weil es ist eine Insel, einmal komplett zu durchwegen. Aber, das muss man dazu sagen, das ist ja alles nicht ganz billig. Die Idee dahinter ist, dass die Leute ihr Portemonnaie zu Hause lassen können. Also alle sind auf alles eingeladen. Und zwar auf alles. Und wenn da abends 10 Flaschen Rotwein auf den Tisch kommen, dann sind die okay. Und dann noch ein Whisky vorm Schlafen gehen. Und wenn man wandert, gibt es noch mal eine Runde Gin Tonic für alle. Und dann wird durch die Berge getanzt. Und es ist grandios. Du füllst die Leute ab, um sie vergessen zu machen, dass sie vorher schon das Wort und die aufgeschüttet haben. Ja, das ist schön. Du weißt, sonst sind die Leute immer so ein bisschen kleinlich. Ne? Du sitzt im Restaurant und hinterher wird dann auseinanderklamüsert. Wer hatte das Bier, wer den Wein? Und dann ist der Abend versaut. Ne? Und ich dachte sofort, das darf es nicht geben. Geld darf keine Rolle spielen. Alle sind auf alles eingeladen und dann wird gefeiert. Und dann müssen wir noch über eine ganz andere Reise reden. Über eine 3000 Kilometer Fahrradtour, die du mit deiner Frau und vor allem mit eurem damals 1,5 Jahre alten Sohn gemacht hast. Von Bebelin nach Pamplona in Spanien, in das Heimatdorf deiner Frau, ne? In die Heimatstadt. In die Heimatstadt, ja, natürlich. Also die ehemalige Hauptstadt, ja, Navarras. Ach komm, hier Schwerin ist ja auch Landeshauptdorf. Das war ein heißer Ritt, ich richte mein Sombrero. Wo ist die Zukunft zu Hause? Na, unter anderem auf eurem Kunterbundhof in Bebelin. Da seid ihr, lieber André, schon heimisch gewesen. Dann hat euch nochmal das Fernweh gepackt. Und dann bist du mit deiner Frau und eurem 1,5 Jahre alten Sohn damals mit 2 Lastenfahrrädern auf Tour gegangen. 3000 Kilometer habe ich vorhin erzählt. Habt ihr noch alle Latten am Zaun, so? Ja, wir wollten, also Jenny kommt ja aus Pamplona, also Nordspanien, gleich hinter den Pyrenäen. Und wir wollten eigentlich der Verwandtschaft von Jenny mal Unai zeigen. Und da dachten wir, ist Sommer, ich bin mein ganzes Leben lang gereist, ich will das eigentlich auch weitergeben, ich will das mit meinem Sohn machen. Das ist ja ein tolles Geschenk, was man so jemandem Kleinen machen kann. Und dann sind wir einfach losgefahren, haben wir knapp ein halbes Jahr gebraucht. Halbes Jahr? Ja. Und das Kind im Lastenfahrrad drin? Ja, das saß vorne drin und das war eine schöne Zeit. Ich glaube, es war die intensivste Zeit, die wir, also Papa und Sohn, zusammen hatten. Weil der saß halt vorne einen halben Meter von mir weg, hat gerade sprechen gelernt, hat also auch in dieser Zeit, wir haben ja 6 Länder durchquert, hat irgendwie am Ende der Reise irgendwie bruchstückhaft alle Sprachen gesprochen und wir hatten natürlich vorne direkten Kontakt. Ich konnte ihm mal über die Haare streicheln, wenn er irgendwie traurig war, und wir haben zusammen irgendwie die Bäume benannt und Brombeeren gepflückt und sind einfach so durch Europa gefahren. Und der fand das immer nur spannend oder ist er auch irgendwann mal ausgetickt und hat irgendwie... Nee, also Jenny eher. Also Jenny hat wirklich gelitten, mindestens 3 Länder lang. So in Österreich wurde sie langsam warm dann mit den Bergen. Aber der Unai hat das genossen. Und auch in der Retrospektive denke ich mir, wenn alle Eltern mit ihren Kindern sowas machen würden, ich glaube, dann wäre die Welt ein bisschen schöner, weil der ist so offen und so neugierig und so furchtlos geworden. Der geht heute noch in Situationen einfach rein mit wildfremden Menschen, und das haben wir ihm bestimmt damals so unbewusst, das erinnert er ja nicht, mitgegeben.
Und ihr seid die ganze Zeit, das muss man ja dazu sagen, diese 3000 Kilometer, das war kein Elektro-Lastenfahrrad, ne? Leider nicht. Das habe ich dann auch ein bisschen bereut, weil wir dachten uns, wenn wir mal keine Steckdose dann finden, um das Rad aufzuladen, dann ist es noch schwerer. Und dann kommen wir über die Berge überhaupt nicht mehr hoch. Deswegen haben wir mit dem Fahrradbauer zusammen damals gesagt, wir müssen ohne Elektro fahren. Und das ist wirklich eine Quälerei. Also ich bin ja schon in den Anden gewesen, 5000 Meter hoch, Scheißpisten, schlechte Luft, also dünne Luft. Und das ist alles nicht gegen ein Lastenfahrrad in Europa. Die Berge sind viel niedriger, aber das ist so schwer. Und dann hast du noch ein Kind drin und Gepäck drauf. Ich konnte das Rad nachher nicht mehr heben. Also Muskelkater dann inklusive. Ja, ich hatte zitternde Beine. Und du kannst es auch nicht schieben, ist so schwer. Du kannst auch nicht trampen, weil passt in kein Auto. Also ist schon eine Entscheidung. Gut, aber auf der anderen Seite machst du dann hinterher dann wieder sozusagen Kohle draus, weil du ja über solche Reisen dann auch wiederum berichtest in so Multimedia-Shows und sagst, so Leute, so sieht Europa zum Beispiel aus. Ja genau, das war so ein Kindheitstraum von mir eigentlich. Ich wollte, als ich klein war, habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin, dann will ich reisen und ich will irgendwie davon leben. Und es hat dann 20 Jahre gedauert, bis ich den Dreh raus hatte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diese große Südamerika-Durchquerung mit dem Fahrrad, dann einen Dia-Vortrag draus zu machen, weil schreiben konnte ich nicht und zum Fernsehen hat es nicht gereicht. Und dann habe ich angefangen, Dia-Vorträge zu machen und das wurde dann recht berühmt und recht bekannt. Und dann kam halt eins zum anderen und dann habe ich Reisen gemacht, immer von Frühling bis Herbst. Und im Winter bin ich auf Tournee gegangen durch die deutschsprachigen Länder Europas und habe von meinen Reisen erzählt. Bin auch in Schulen gegangen, in Kinderheimen, habe quasi den Geografieunterricht ersetzt und den Menschen erzählt von diesen Wundern, die ich da draußen entdecke. Besten Dank. André Schumacher, Globetrotter, Architekt, Fotograf, ach und alles mögliche andere auch. Und natürlich dann auch noch Bauernhof, Ferienhofbesitzer aus Bebelin bei Neukloster. Und sehen können Sie übrigens Herrn Schumacher auch bei uns in der Mediathek in der Nordreportage vom Mai. Da sind ja die Kollegen mal bei euch gewesen. Die Geschichte heißt Ein Weltenbummler in der Provinz, ist auch auf unserer Seite verlinkt. Und ein Foto von der Sendung gibt es auch noch. Und noch mehr dazu, einfach mal draufklicken auf ndr.de/mv. Lieber André, vielen Dank für die Einblicke. Bitte gern. Das hat mir zumindest wahnsinnig viel Spaß gemacht und unseren Hörern hoffentlich auch. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Dankeschön fürs Einladen.